Hallo, hier ist Stefanie Amal von Sahara Henna und heute möchte ich euch ein Video zeigen, aus welchem Grund man keine fertigen Henna-Tupen verwenden soll. Ich weiß, ein paar sind vielleicht überrascht, dass dieses Video auf Deutsch ist und nicht auf Englisch, so wie bisher, aber ich denke mir halt, es gibt schon sehr viele Videos von fertigen Henna-Pasten, warum die nicht gut sind und so weiter. Und auf Deutsch gibt es keines und gibt leider sehr, sehr viele Leute, die noch immer sowas hier verwenden. Darum habe ich mir gedacht, ich mache es mal auf Englisch. So, ich habe hier eine fertige Henna-Paste gekauft, Jani Henna-Paste von Pakistan. Ja, also was diese Paste mal oben hat, was viele andere Pasten nicht haben, sind, was drinnen ist. Henna-Pulver, Terpnol, Carbon, Carboxy, Methyl, Zellose, also schon irgendwas Chemisches. Sodiumhydroxid, Wasser, für den externen Gebrauch. Bitte Kontakt mit Augen vermeiden. In einem kühlen Platz lagern bis zu 30 Grad. Exportqualität. So, da haben wir es auf Pakistanisch. Ja, hier haben wir einen Sticker verpackt für Großhandel in England. Irgendwo hatte ich hier was gelesen, bis wann man es am besten verwenden sollte. Warum finde ich das jetzt nicht? Komisch, 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 komisch. Ah ja, ich habe diese Paste letzte Woche. Heute haben wir den 20. Februar 2012. Ich habe es vor ungefähr einer Woche oder sowas habe ich es gekauft. Am besten benutzen bis Ende Oktober 2010. Okay, also Oktober 2010, das ist jetzt 1,5 Jahre her. Das heißt, diese Paste ist schon längst abgelaufen. So, was haben wir drinnen? Eine Henna-Tube, sieht aus wie eine Zahnpasta-Tube. Weich, Plastik, wieder pakistanisch, ja auch made in Pakistan. Bitte Beipackzettel vorm Gebrauch lesen. In einem kühlen Platz lagern bis zu 30 Grad. Ja, für Gebrauch von Eids, also Eids sind die traditionellen islamischen Feste, Hochzeit und anderen Zeremonien. Dann noch mal, was drinnen ist. Wirklich sehr überrascht, dass da oben steht, was drinnen ist. Hast nicht überall. Dazu so ein Aufsetzding. Ist nicht offen, muss man durchschneiden. Schauen, was haben wir denn da noch drinnen? So ein Beipackzettel. Exportqualität, das glaube ich. So, da haben wir Erklärungen auf Pakistanisch, auf Arabisch, Japanisch, Englisch, was ist das? Französisch und Deutsch. Schauen wir mal die Grammatik. Lustig. Vor der Benutzung von Yamimendi bitte Hände und Füße gründlich mit Wasser und Seife waschen. Mit einem Stift machen Sie bitte ein Loch, okay, wie man bitte mit einem Stift da ein Loch reinmachen soll. Es geht nicht mal mit einer Nadel. Ich habe diese Paste früher verwendet, geht nicht mal mit einer Nadel, muss das abschneiden. Machen Sie bitte ein Loch in die Belling Tülle, öffnen Sie die Kappe von der Tube, entfernen Sie den Deckel. Nach Aufsetzen der Tülle können Sie nun damit beginnen, Ihre Füße und Hände nach Ihrem Wunsch zu kurieren. Wenn die Tür verstopft ist, einfach wieder mit einem Stift öffnen. Achtung, bitte von Licht und Wärme fernhalten. Reden die jetzt von der Tube oder von dem Henna, wenn es auf der Hand oben ist? Na okay, wurscht. Kontaktdaten und wie man sowas macht. Gut. So, jetzt zu den Gründen, warum man das nicht verwenden sollte. Man sieht, also wir haben es hier, nicht schwarz auf weiß, aber schwarz auf bunt. Das hätte man bis Ende Oktober 2010 verwenden sollen. Jetzt haben wir Februar 2012.
Und ich habe so eine Woche in dem asiatischen Supermarkt gekauft. Wird schon einmal ein Beweis, man hat keine Ahnung, wie lang das schon lagernd ist. Das ist ja anscheinend schon Jahre lagernd dort. Und wenn es jetzt trotzdem noch gut färbt, es steht zwar drauf, was drinnen ist, aber da sind schon ein paar Sachen drinnen, dass nach irgendwelchen chemischen, da haben wir da Terpnol, CMC und so weiter, was nach Chemikalie klingt. In meiner Hennapaste sind nur ordentliche Mittel: Hennapulver, Zitronensaft, ätherische Öle und ein bisschen Zucker. Das ist ganz natürlich. Da hier scheinen anscheinend Konservierungsmittel drinnen zu sein, die die Paste lange haltbar macht. Machen wir es mal auf. Ups. Ah. Ja, was aber? Jawohl, genau das habe ich mir gedacht. Die Flüssigkeit hat sich von der Paste abgesetzt. Noch ein Beweis, dass diese Paste schon sehr, sehr lange gelagert wurde. Also bitte, wer will sowas auf seine Hand? Da kommt jetzt die ganze Flüssigkeit raus und am Ende hast du nur die Hälfte, dann ist nur mehr die Tube halb voll. Ich mache das mal auf. Es ist doch so gruselig. Ich mache das mal auf. Da. Habe ich mir nicht geschaut auf. So. Wasser, Wasser, Flüssigkeit, flüssiges Henna. Damit kannst du nicht mal die Nägel färben. Und das schaut. Naja, riechen tut es nach diesem indischen Öl. Man riecht nicht schlecht, aber das hat schon so einen komischen Schimmer, als ob da irgendwas Chemisches drinnen wäre. Ich meine, man kann es jetzt nicht so gut sehen, aber. Aber bitte, wer will. Da kaufst du dir eine Händepaste, nicht mal wenn du es schüttelst, ja? Ja, jetzt kommt die Paste da raus. Ja. Und du kannst das nicht durchstechen, du musst das aufschneiden und dann kommt deine. Kommt noch immer. Jetzt kommt so halbwegs Paste raus. Aber da ist jetzt erstens nicht mehr so viel drinnen und das schaut mir nicht natürlich aus. Es ist nicht braun, so wie mein Händer, sondern eher gräulich, fast schon schwarzgräulich, braungräulich. Und sowas soll man sich auf die Hände malen? Na, nein, danke. Wirklich nicht. Wie gesagt, also da scheinen sehr viele Konservierungsmittel drinnen zu sein, die das Henna lange haltbar machen. So, ich mache jetzt für euch die Probe auf Exempel. Gib mal da ein bisschen Henna rauf. Ich meine, ja, okay, im Video sieht man nicht die richtige Farbe. Es ist wirklich so gräulich-braun, also nicht wie normal. Nicht so wie normales Henna. Ich schaue, ob ich da jetzt irgendwo eine von meinen Hennapasten herbekomme, die da vielleicht da auf der Seite irgendwo liegen. Aber leider nein. Ja, es riecht ganz nach diesem indischen Öl, was du so kaufen kannst, wo man auch keine Ahnung hat, was drinnen sein soll. Aber bitte verwendet so ein fertige Hennapaste nicht. Wenn ihr fertige Hennapaste machen wollt, weil ihr sagt, ja, ihr wollt das nur zum Spaß, Henna selber mixen ist zu kompliziert, ihr könnt das bei mir bestellen. Ja. In meiner Hennapaste ist hundertprozentig natürliches Hennapulver. Wer meine Shopping-Zusammenfassung aus Marokko gesehen hat, hat gesehen, welches Hennapulver ich verwende, wie frisch das ausschaut. Das ist ganz grün. Das ist wirklich sehr, sehr frische Qualität, hundertprozentig natürlich. Und das mische ich mit Zitronensaft, Lavendelöl, also ätherischen Öl, kein Duftöl, nur ätherischen Öl. Bisschen Zucker und das war's. Und wer meine Fotos kennt, wer meine Galerien kennt, weiß, dass es auch super färbt. Ich meine, diese Pasten versprechen nach einer kurzen Zeit schon eine super Farbe. Ja, das geben sie. Ich habe selber getestet. Schande über mich. Ich habe ganz am Anfang habe ich mit solchen fertigen Henna-Tuben
rumhantiert, habe mich selber vollgeschmiert und so weiter. Ja, Schande über mich, Gott sei Dank, ich habe nichts bekommen, keine gesundheitlichen Probleme oder sonst irgendwas, aber ich würde es nie wieder tun. Und jeder, der sagt, ja, verwendest du bitte die Henna-Paste, die ich gekauft habe, die färbt so schnell ein und bam. Und ich so, ja, willst du ein gesundheitliches Risiko davontragen? Ja, also ich habe es jetzt im Bauhaus umgehabt, man sieht nicht wirklich viel. Also, ich bitte euch wirklich, verwendet sowas nicht. Auch wenn es kein schwarzes Henna ist mit diesem gefährlichen PPD, alleine schon Konservierungsmittel sind nicht gesund sind nicht gesund für die Haut. Nur natürliche Henna-Paste ist gesund für die Haut und sicherlich nicht so ein Müll. Boah, der Geruch steigt bis hier rauf. Normalerweise riecht Henna nicht so stark, aber dieser Geruch steigt bis hier rauf in meine Nase. Riecht sehr, sehr streng. Also, es riecht schon ein bisschen nach Chemikalien, nach diesem indischen Henna, nach diesem Hennaöl, wo ich noch nie irgendwo gelesen habe, dass was da drinnen ist, also wo die Zutaten dabei stehen. Also, ja, wie gesagt, tut es mir einen Gefallen. Verwendet so etwas nicht. Ich habe schon andere Videos gesehen über Leute, die eben über solche fertige Henna-Paste berichtet haben. Keine positive Berichte, muss ich sagen. Also, ja, wie gesagt, ich hab Gott sei Dank noch keine Probleme damit gehabt. Ich will sie auch nicht haben. Ich verwende nur mehr meine eigene Henna-Paste von meinem Henna-Pulver, das ich auch mal aus Marokko mitgebracht habe. Und ja, wie gesagt, ich bitte euch nochmal, verwendet es nicht so einen Müll. Wenn man ein schönes Henna haben will, muss man ein bisschen was dafür tun. Ein paar Sachen können wir als Henna-Künstler selber machen, indem wir die Henna-Paste gut mischen, natürlich mischen, mit ordentlichen Zutaten. Aber ihr dann als Träger müsst dann auch etwas dafür tun. Also Leute sind zu mir gekommen, ja, warum ist das noch nicht braun geworden und blablabla. Man muss ein bisschen was dafür tun auch, damit es bleibt. Also es ist nicht alles, liegt an uns. Unsere Aufgabe ist es, euch damit vertraut zu machen, was ihr am besten machen könnt, damit euer Henna schön dunkel wird und lange bleibt. Und natürlich sind wir auch dafür verantwortlich, dass euch keine gesundheitlichen Schäden bleiben, wie was weiß ich, Narben oder sonst irgendwas. Boah, dieser Gestank von diesem Ding ist wie. Wenn ihr das riechen könnt, euch wird es vergehen. Das steckt mir in die Nase und mir wird fast schwindelig. Ich spüre es, wenn ich einatme, ich spüre den Geruch bis dieses Aroma bis in meinen Rachen hinein. Also bitte nochmal, verwendet sowas nicht. Das ist Müll und ich werde das als Ganzer jetzt so wegschmeißen. Ja? Danke fürs Schauen und wenn ihr Fragen habt dazu oder irgendwelche Wunschvideos, die ich machen soll, schreibt mir einfach eine Nachricht, abonniert meinen Kanal oder hinterlasst einfach einen Kommentar drunter. Okay, tschüss.